Hallo zusammen, willkommen mal endlich wieder zu einem weiteren Unboxing von uns nach der Sommerpause. Heute möchten wir euch gerne vier neue Fahrzeuge zeigen, die wir ganz frisch geliefert bekommen haben. Wir packen mal aus und schauen, was drin ist. So, wir haben einmal alles ausgepackt und schauen mal, was im Lieferumfang enthalten ist. Wir haben einmal das Fahrzeug soweit fertig aufgebaut, also quasi RTR. Wir haben den Sender dabei, gehen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Dann haben wir einmal ein vollwertiges Ersatzrad dabei, was quasi hinten auf der Rückseite einfach nachher angeschraubt wird. Wir haben ein bisschen Werkzeug dabei, in dem Falle einen Radmontageschlüssel, einen Innensechskant und eine Schraube, um das Ersatzrad hinten auf dem Träger zu befestigen. Dann haben wir einmal einen vollwertigen Dekorbogen, einfach um das Fahrzeug noch mal ein bisschen aufzuhübschen. Fensterumrandungen, Aufkleber, Dekorsets und so weiter. Das kann jeder machen, wie er möchte. Weglassen, dran machen, wie auch immer, bleibt jedem selbst überlassen. Dann haben wir eine aussagekräftige DIN A4 Bedienungsanleitung, also auch schön groß. Sollte also keine Probleme bereiten, das Ganze zu lesen. Die Anleitung ist, wie üblich, bei uns in Deutsch und Englisch gehalten. Geht halt auf die ganzen Details ein, wie zum Beispiel, wo man fahren sollte, was man nicht machen sollte. Die Funktionen des Senders werden hier einmal erklärt, wo welche Funktion ist, da das Fahrzeug sehr gut ausgestattet ist. Da sage ich gleich noch ein bisschen was zu. Dann haben wir hier einmal die Erklärung des Reglers, was ich halt vor der Fahrt beachten muss, wie er eingestellt werden muss, auf welchem Batterietyp, Lipo oder Nickel-Metall-Hydrid, wie die Fahrfunktionen aktiviert werden, also Mountain Brake aktiviert wird und so weiter, wird hier alles eindeutig und haarklein erklärt. Ansonsten gibt es ja eigentlich gar nicht mehr allzu viel. Es sind noch Detaillisten hinten im Anhang, sprich Teilelisten oder Teilenummern, wie der Wagen aufgebaut ist, wie das Getriebe aufgebaut ist, weil es hier recht umfangreich ist. Also nicht nur einfach nur ein Crawler mit dem Hauptzahnrad, Antriebswellen und das war's, sondern das Fahrzeug hat zusätzlich noch Portalachsen und so weiter, zeigen wir gleich ein bisschen näher. Schauen wir uns einmal den Sender an. Es ist ein 6-Kanal 2,4 GHz Sender, der bereits vollständig belegt ist. Das heißt, das Fahrzeug ist hier vollständig einprogrammiert. Funktionen wie zum Beispiel die Seilwinde, die mitgeliefert wird. Dann haben wir hier die Differentialsperren. Wir haben hier einmal, ja, ich sag mal den Zweigang, das ist ein Zweigangfahrzeug. Ich kann hier alles über den Sender einstellen bzw. steuern. Wo welche Funktion drauf ist, zeigen wir gleich mit dem Fahrzeug zusammen bzw. steht auch eindeutig in der Anleitung. Zum Fahrzeug selber. Das Fahrzeug ist im Maßstab 1:10 gehalten. Es ist vollwertig ausgestattet. Bedeutet in dem Falle Zweiganggetriebe, sperrbare Differentiale. Und zwar lässt es sich getrennt sperren. Ich kann also vorne sperren, offen fahren oder alle Achsen sperren, sprich beide Achsen sperren. Es ist eine vollwertige LED-Beleuchtung verbaut. In dem Falle einmal hier vorne die Hauptscheinwerfer. Hier die Suchscheinwerfer und hier oben den Dachbalken, beziehungsweise auch hinten ist das Fahrzeug vollständig beleuchtet, auch mit Blinkfunktionen. Also diese ganzen typischen Geschichten bei einer vollwertigen LED-Beleuchtung sind hier komplett verbaut. Vorne am Fahrzeug haben wir einmal eine sehr kräftige Seilwinde mit einem Stahlseil, welches über den Sender gesteuert wird. In dem Falle wird es hier oben über diesen Knopf gesteuert. Das heißt, hier ist es ein bisschen anders, als man es kennt. Normal wäre zum Beispiel raus, stopp, rein. Hier ist es anders. Knopf drücken, Seilwinde geht rein oder raus. Nochmal Knopf drücken, entgegengesetzte Funktion. Das heißt, wenn es beim einmal drücken rausgeht, würde es nochmal drücken, wieder reingehen. Zum Ausschalten, einmal etwas länger gedrückt halten, geht die Seilwinde aus. Die Haube ist hier vorne magnetisch verriegelt. Das heißt, wir haben hier keine Karosseriesplinte oder ähnliches, was man gerne mal verliert oder sich in den Finger haut oder wie auch immer, ist hier ein bisschen einfacher und ein bisschen schöner gemacht. Und zwar sind hier relativ starke Neodym-Magneten verbaut an der Vorderseite. Und hinten ist das Fahrzeug mit einem Scharnier aufgenommen,
was hier nochmal zusätzlich verstärkt wurde. Also hier ist wirklich viel Stabilität drin. Die ganze Haube an sich ist sehr robust, ist sehr hart. Also das ist wirklich gutes Material. Und beim Zuklappen geht es hier automatisch auf die Magnete drauf und das hält. Da muss ich also wirklich hier vorne an der Stoßstange einmal so mit den Daumen so ein bisschen abstützen und hier unter den Radläufen die Haube nach oben öffnen. Wir haben in diesem Fahrzeug einige sehr hochwertige Komponenten verbaut, die unserer Meinung nach sehr, sehr gut zu einem Crawler passen bzw. die auch sein sollten. Gehen wir da mal ein bisschen näher drauf ein und zwar fangen wir mit dem Lenkservo an. Wir haben hier vorne ein Standardservo mit 25 Kilo Stellkraft und Metallgetriebe. Ist also im Gelände jetzt nicht das Problem, dass er die Achsen nicht stellen kann, weil er irgendwo am Stein hängt, sondern da ist genügend Kraft vorhanden. Des Weiteren haben wir hier einen Hobbywing WP1060 Regler verbaut. Es ist wirklich sehr, sehr feinfühlig zu fahren, sehr langsam zu fahren, ohne dass das Fahrzeug jetzt ruckelt oder sonstiges, was halt im Crawler-Einsatz sehr wichtig ist. Hinzu kommt, dass wir hier einen 45-Turn-Crawler-Motor verbaut haben. Bedeutet ein relativ langsames Fahrzeug. Im ersten oder auch im zweiten Gang ist er nicht übermäßig schnell, sondern deutlich mehr auf Kraft ausgelegt. Es sind Metallgetriebe verbaut, was einfach die Langlebigkeit und auch den Antrieb auf Dauer ja, einfach besser dastehen lässt, weil ich habe hier eigentlich so gut wie keinen Verschleiß. Die Antriebswellen sind einmal hier sehr massiv ausgelegt, gehen hier in die Achsen rein. Von hier aus gehen dann Metallantriebswellen nach außen auf die Portale. Ich hoffe, man kann es auf dem Video einigermaßen gut erkennen. Hier, hier, da und da sind Portalachsen verbaut. Das heißt, wir haben hier einmal einen direkten Antrieb auf einen Zahnrad hier oberhalb, was dann durch mehrere Zahnräder quasi untersetzt wird auf die Räder. Bedeutet, die Drehzahl des Motors wird nochmal verringert und in Kraft umgesetzt und ich habe deutlich mehr Bodenfreiheit, was mir einfach im Crawler-Einsatz auch nochmal viel mehr Möglichkeiten lässt, beziehungsweise kaum Hindernisse schafft, wo man nicht drüber kommt. Ich hoffe, man kann es hier halbwegs auf dem Video sehen, dass hier wirklich auch ordentlich Bodenfreiheit vorhanden ist. Zusätzlich haben wir sehr viel Wert auf den Wasserschutz gelegt. Das heißt, die Empfängerbox ist nahezu wasserdicht. Nahezu deswegen, weil hier die Antennenführung immer noch so ein bisschen das Problem bzw. die Schwachstelle ist, kann man natürlich mit einigen kleinen Mitteln umgehen, indem man es einfach in Silikon fasst oder wie auch immer. Ansonsten ist die Box abgedichtet, da geht also nicht schief. Motorregler generell wassergeschützt. Wir sagen wassergeschützt, nicht wasserdicht, nicht, dass einer auf die Idee kommt, mit dem Ding tauchen zu gehen. Also ne, es ist wirklich nahezu wasserdicht, aber bitte nicht wörtlich nehmen und auch nicht mit tauchen gehen. Die Akkubox ist hier sehr zentral gehalten. Und zwar haben wir hier einen sehr, sehr großen Akkuschacht. Wir haben es mal ausprobiert. Also bis 6.000-7.000 mAh 2S Lipo passt hier problemlos rein. Wird hier einfach verriegelt. Nach oben ist also genügend Platz. Hier mit dem Karosseriesplint abgeschlossen und dann sitzt der Akku da sicher und fest drin. Vorteil ist hier, dass der Akku sehr mittig sitzt im Fahrzeug. Ist also so ein bisschen... Ich sag mal, man kennt das vielleicht bei anderen Fahrzeugen, wo der Akku sehr weit hinten platziert ist. Ist auch nicht das Problem. Es ist halt nur immer schwierig, wenn ich jetzt in der Steigung bin, wo es wirklich auch mal ein bisschen steiler wird und der Schwerpunkt liegt zu weit hinten, geht das Fahrzeug sehr, sehr gern aufs Heck. Das ist hier nicht der Fall, weil der Akku hier einfach nochmal deutlich weiter nach vorne positioniert wurde. Klar kann man hier mit zusätzlichen Gewichten und so weiter auch noch einiges machen, das bleibt aber jedem selbst überlassen. Hier sitzt einmal das Mini-Servo für das Schaltgetriebe. Das Schaltgetriebe sitzt hier unterhalb des Akkuschachts, wo auch der Motor vorsitzt, beziehungsweise hier ist auch ein mehrstufiges Getriebe verbaut, was halt über dieses Servo einfach geschaltet werden kann, erster, zweiter Gang. Hier unten sitzen die beiden Servos für die Differentialsperren, einmal für die vordere Differentialsperre und einmal die Funktion beide Achsen sperren, das heißt hier würden dann beide Servos quasi die Achsen komplett sperren. Somit gesehen hat das Fahrzeug dann auf allen vier Rädern vollen Antrieb. Es gibt keinen Durchschlupf mehr oder keinen Überspringen oder sonstiges. Wenn es da dann nicht weitergeht, dann geht es wirklich nicht weiter. Ansonsten gibt es da kaum Hindernisse, wo er nicht drüber kommt. Reifen haben wir uns auch nochmal nach mehrmaligen Tests für diese Reifen entschieden, weil sie ein gutes, ja, Gesamtpaket bilden. Einmal für losen Untergrund.
auch für Rutschi und Untergrund sehr gut geeignet. Es sind Einlagen drin, die relativ weich sind. Die Reifen an sich sind sehr weich, also sehr griffig. Und wir haben ein relativ großes Profil, was auch ja, auf losem Untergrund oder da, wo es mal so ein bisschen mehr Grip braucht, sich schon auch schön ins Gelände eingräbt. Sieht man in einem Fahrvideo, was später kommt, mit Sicherheit noch besser. Die Stoßdämpfer sind Aluminiumstoßdämpfer, ölgefüllt, sind von Werk ab vorgefüllt. Man kann es mit Sicherheit noch seinen Ansprüchen entsprechend anpassen, mit weicherem oder härterem Öl. Also das lässt mir alle Möglichkeiten. Da kann jeder selbst entscheiden, wie er es haben möchte. Sie sind aber vorgefüllt, also sind quasi RTR. Ich brauche hier eigentlich nichts machen, um fahren zu können. Das Fahrzeug gibt es in verschiedenen Farben. Wir haben einfach mal die ganzen Farben ausgepackt, hier hingestellt. Ich bringe sie einmal ins Bild, um euch einfach mal darzustellen, welche Farben geliefert werden bzw. was verfügbar ist. So, die vier gelieferten Farben sind dreimal Metallic und zwar einmal dieses rötliche Metallic, Orange Metallic und dann haben wir das Anthrazit Metallic. Und zusätzlich hier noch einmal eine Version in Hellgrau. Somit ist eigentlich für jeden was dabei. Also es lässt mir 1000 Möglichkeiten in alle möglichen Richtungen. Ist für jeden wahrscheinlich eine Farbe dabei, die er toll findet. Ansonsten selbst Hand anlegen, machen was man möchte, das bleibt an euch überlassen. Zu den Fahrzeugen selber gibt es eigentlich erstmal so mehr nicht zu sagen. Wir haben kurz alles erklärt. Im Lieferumfang ist das Fahrzeug, Werkzeug, was ich eingangs sagte, Sender. Was nicht dabei ist, ist Akku und Ladegerät. Akku von 3000 bis 7000 mAh Lipo oder Nickel-Metall-Hydrid, das bleibt jedem selbst überlassen. Und zwar, ich erkläre das nochmal ganz kurz eben einmal anhand des Reglers. Ich hoffe, man kann es erkennen. Hier am Regler, das ist eigentlich relativ einfach gemacht oder sehr einfach gemacht. Ich muss nicht zwingend über einen Sender programmieren oder über eine Programmierkarte oder sonstiges. Ich habe hier zwei Steckbrücken, sogenannte Jumper, die ich einfach umstecken kann. Der vordere, also quasi der äußere Jumper, über den stelle ich einmal den Akkutyp ein, ob ich Nickel-Metall-Hydrid oder Lipo fahren möchte. Der Unterschied ist eigentlich der, dass in der LiPo-Funktion auch die Abschaltung bzw. die Überwachung des Akkus aktiv ist. Wenn der Akku jetzt eine Spannung erreicht, wo der Regler sagt, okay, stopp, dann würde er die Leistung reduzieren bzw. auch abschalten, wenn ihr nicht reagiert. Das zeigt mir dann einfach, dass der Akku leer ist. Wobei die Fahrzeiten hier mit einem 4000er schon bei 1,5 Stunden liegen. Der andere Jumper, der hier steckt, also die innere Seite, über diesen Jumper kann ich den Fahrmodus einstellen. Serienzustand, also Auslieferungszustand, ist quasi wie ein normales RC-Fahrzeug, Vorwärtsbremse, Rückwärts. Ich kann es hier umstellen auf Vorwärtsbremse, auf Vorwärts-Rückwärts oder ich ziehe ihn einfach ab, den hinteren Jumper, den inneren, und dann ist quasi nur der Fahrmodus Vorwärts-Rückwärts-Bremse-Mountainbrake. Also sprich, wenn ich Gas wegnehme, steht das Fahrzeug. Und dann in dem Falle auch im Gelände, im Gefälle oder sonstiges, wird das Fahrzeug nicht abrollen. Das einmal kurz zu den Funktionen hier am Regler. Und ihr benötigt eigentlich für die Fertigstellung des Fahrzeuges nur noch einen entsprechenden Akkutypen mit einem DIN-Stecker oder T-Plug. Das sind diese roten Anschlüsse. Zeige ich euch auch nochmal ganz kurz. Das sind einmal diese ganz normalen Standardstecker, die man eigentlich kennt. Oder halt, ja, Lipo, Nickel-Metall-Hydrid bleibt jedem überlassen. Und ein entsprechendes Ladegerät dazu. Wenn keins vorhanden ist, muss man sich einmal im Fachhandel erkundigen, was dafür in Frage kommt, was ich brauche. Es gibt Bundles dafür, wir haben fertige Sets dafür, wir haben Akkus, Ladegeräte. Wenn da Fragen sind, kommt gerne auf uns zu. Ansonsten wendet euch einfach an den Händler des Vertrauens. Er wird euch da mit Sicherheit auch was empfehlen können und entsprechend ausstatten können. Viel mehr kann ich zu den Fahrzeugen jetzt so erstmal nicht sagen. Ein Fahrvideo dazu wird in Kürze folgen. Wenn ihr dazu Anregungen, Fragen, Wünsche, sonstiges habt, meldet euch gerne bei uns. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst, unseren Kanal abonniert und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.